Es ist Christi Himmelfahrt, liebe Schwestern und Brüder, und wir begrüßen euch herzlich zu diesem Gottesdienst. Und wir wollen feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie wir bereits vor kurzem unseren Müttern gedacht haben, bedenken wir heute nicht nur die Himmelfahrt, sondern auch den Vatertag. Christus fährt auf in den Himmel. Was steht ihr da und seht zum Himmel, werden die Jünger am Himmelfahrtstag gefragt. Guckt nicht nach oben, sondern guckt in die Welt. Nicht da, wo der Himmel ist, ist Gott, sondern da, wo Gott ist, ist der Himmel. Die Auferstehung und die Himmelfahrt geben uns neue Chancen. Sie ermöglichen ein anderes Verhältnis zu Gott. Der Wochenspruch thematisiert eine Vorfreude, die in uns wohnen darf. Er steht wie unser heutiger Bibeltext im Johannesevangelium. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Im folgenden Lied wird die Herrlichkeit von Jesus Christus als König besungen. Die Strophen setzen sich aus einer literarischen Komposition des Epheserbriefes und des Philipperhymnus zusammen. Alles ist ihm zu Füßen gelegt und er ist erhaben über alle Gewalten, im Himmel und auf Erden. Wir singen: Jesus Christus herrscht als König, und singen die Strophen 1, 8, 9 und 11. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Das Bibelwort für den Himmelfahrtstag steht im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden
und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genau so wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du gerechter Gott, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt, ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Wort des lebendigen Gottes. Gott, du bist die Quelle, aus der ich mein Dasein schöpfe. Bei dir finde ich Halt und Zuversicht, bis an den Tag, an dem du mein Leben zur Vollendung führen wirst. Besonders an den dunklen Tagen im Leben, an denen mein Herz zu zerbrechen droht, erfahre ich Trost und Heilung bei dir. Du hast durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist den Glauben an dich, die Liebe zu den Menschen an meiner Seite und die Hoffnung, dass du alles gut machen wirst, in mein Herz ausgegossen. Und so findet mein Herz Frieden in dir. Jeder von uns ist anders. Jeder von uns ist besonders. Für mich ist die Herrlichkeit Gottes genau das. Er hat sich bei jedem von uns etwas gedacht und liebt uns genauso. Er gibt ständig auf mich Acht und stärkt mich, ganz ohne dass ich ihn sehen kann. Er ist einfach da und weicht nicht von meiner Seite. Er schenkt uns bedingungsloses Vertrauen und ein immer offenes Ohr. Zu ihm können wir mit Freud und Leid kommen. Wir stehen in seiner endlosen Liebe, die wir an andere weitergeben. Dadurch lebt man auf eine ganz andere Art und Weise. Und es öffnen sich neue Türen im Leben. Gott ist herrlich. Die Herrlichkeit Gottes kann man natürlich theologisch definieren. Ich möchte dies an dieser Stelle nicht tun, denn darüber kann man vieles lesen. Für mich ist die Herrlichkeit Gottes die Ruhe am Morgen, die Sonne am blauen Himmel, die Vögel, die morgens zwitschern, wenn die Stadt noch schläft, die Wellen des Meeres, der warme Wind, die atemberaubenden Berge, liebevolle Menschen, die Familie. Die Herrlichkeit Gottes kann aber auch ein schönes Tennisspiel, ein guter Arbeitstag, eine Runde mit der Vespa fahren, die Currywurst an der Ecke oder gerade jetzt eine Umarmung sein.
das Vollkommene und Unkalkulierbare zu jedem Zeitpunkt meines Tages ohne mein Zutun, das ist für mich die Herrlichkeit Gottes. Gerade habt ihr einige Worte zur Herrlichkeit Gottes gehört. Zu merken ist, dass jede und jeder eine andere Vorstellung von ihr besitzt. Wir versuchen nun gemeinsam dieser Herrlichkeit auf die Spur zu kommen. Eine der ersten Erinnerungen, die ich bewusst in mir trage, passierte in einem Familienurlaub, bei dem ich nicht mehr genau weiß, wo er stattfand. Wir waren wie so häufig wandern und ich muss zwischen 3 und 4 Jahre alt gewesen sein. Die Distanz unseres Weges kommt mir in der Erinnerung unglaublich lang vor. Wahrscheinlich war sie es gar nicht. Ich weiß, ich wollte oder konnte irgendwann nicht mehr laufen. Ich sehe meinen Papa vor mir gehen, der stehen bleibt und mich auf seine Schultern setzt. Hoch oben über seinem Kopf kann ich den Weg weit einsehen und muss mich nicht mehr anstrengen. Dieses Gefühl von Geborgenheit und Getragensein kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich an ihn denke. Vor einigen Tagen wäre mein Vater 75 Jahre alt geworden. Ich teilte eine gute Beziehung mit ihm, die gerade in meiner Jugend nicht immer einfach war. Ich erinnere mich aber gerne daran, wie er im Garten mit uns Sandbogen gebaut hat, wie er aus Holz Erweiterungen für unsere Playmobil-Landschaften gebastelt hat, wie er uns an Sonntagen, wo wir Kinder keine Lust hatten, mit Mama in die Kirche zu gehen, Asterix und Obelix vorgelesen hat. Ich erinnere mich gerne, wie er uns Gute-Nacht-Geschichten mit verstellten Stimmen vorgelesen hat und im Auto Lieder angestimmt hat, wenn wir in den Urlaub gefahren sind. Ich erinnere mich gern an die vielen Familienurlaube, wo er mit unserer Mama immer versucht hat, ein besonderes Programm auf die Beine zu stellen. Als er mal gehört hat, dass ich Ärger mit ein paar älteren Schülern hatte, hat er mich zur Schule begleitet und hat den Jungs deutlich gesagt, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Auch hier die pure Geborgenheit. Natürlich erinnere ich mich auch an lautstarke Diskussionen und Streitigkeiten, die sicherlich auch zum Abnabelungsprozess und Erwachsenwerden dazugehören. Gerade in seinen letzten Lebensjahren hatten wir ein vertrautes Verhältnis. Ich konnte ihn um Rat fragen und wir haben viel und offen über die Dinge gesprochen, die mich bewegt haben. Nicht immer war ich mit seiner Einschätzung zufrieden, aber zumindest wusste ich immer, woran ich bei ihm bin. Der heutige Bibeltext aus dem Johannesevangelium lässt uns einen tiefen Einblick gewähren in die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Er spricht voller Vertrauen und Zuneigung zu seinem Vater im Himmel. Seine Folter, sein Tod und seine Kreuzigung sind ihm sicher vor Augen. Trotzdem spricht er voller Liebe und Dankbarkeit. Er offenbart die enge Verbundenheit mit seinem Vater, an der er uns teilhaben lassen möchte. Die Herrlichkeit Gottes, die Jesus selbst sein Leben lang gespürt hat, soll von ihm auf uns übergehen. Je nach Kontext stehen dem Begriff Herrlichkeit in der Bibel Wörter wie Schönheit, Ehre, Würde, Erhabenheit, Größe, Kraft, Sicherheit, Geborgenheit, Schutz und Glanz nahe. Jesus' Geschichte wird im Verlauf der Evangelien immer wieder in diesen Farben der Herrlichkeit getaucht. Leuchten diese in den anderen Evangelien immer wieder in Jesus' Leben auf, so wird dieser Begriff bei Johannes eher auf seinen Tod bezogen. Schon vor seinem irdischen Leben hat Gott Jesus diese Herrlichkeit geschenkt. Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Nun möchte Jesus diese Herrlichkeit an uns weitergeben. Sie existiert im Verhältnis, das Vater und Sohn miteinander teilen und das auf seine Kinder übergehen soll. So wie du mit mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Das Gefühl dieser Sicherheit und Geborgenheit ist für mich durchaus vergleichbar mit meiner Erinnerung an meinen Vater, der mich auf seinen Schultern trägt. Es ist wunderbar, wenn ein Kind zu seinen Eltern sagen kann, dass es geliebt wurde und Liebe empfunden hat. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist, das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt, ja, damit ich selbst in ihnen lebe. So wie ihr vielleicht ähnliche Erinnerungen mit eurem Vater oder eurer Mutter habt, so wie Kinder und Eltern im Erwachsenenalter ein versöhnliches Gespräch führen, so wie die Eltern ihre Kinder in die Freiheit entlassen, aber weiter für sie da sind,
so wie eine Mutter ihr Kind in den Arm nimmt und tröstet, so wie der beste Freund die beste Freundin zuhört und mitfühlt, so ist Gott für uns da. Die Beziehung zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater bleibt etwas Besonderes, aber wir bekommen Anteil an diesem starken Miteinander. Wir dürfen uns an dem besonderen, dem herrlichen Miteinander von Gott Vater und Gott Sohn erfreuen, sodass etwas Heilsames und Gutes daraus erwächst, auch im Hinblick auf unsere eigene Eltern-Kind-Beziehung. Ich bin mir sicher, dass Vater und Sohn sich im Himmel darüber freuen, wenn Eltern und Kinder das als Anregung zur heutigen Himmelfahrt mitnehmen, weil dadurch etwas von der Weite und dem Segen, von Sicherheit und Getragensein des Himmels in unser Leben hineinkommt. Amen. Seid ihr schon mal über euren eigenen Schatten gesprungen? Habt alte Gewohnheiten oder Vorurteile abgelegt? Welche neuen Berührungspunkte habt ihr dabei entdecken können? Hat es sich auch angefühlt, als ob sich Himmel und Erde berühren würden? Von diesem Gefühl möchte uns das nächste Lied erzählen. Als Jesus in den Himmel aufstieg, berührten sich da nicht auch Himmel und Erde? Wo Menschen sich vergessen, wir singen alle drei Strophen. Die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde Lasst uns Fürbitte halten. Du Auferstandener, du verbindest Himmel und Erde. Durch dich ist der Himmel nah. Zeige uns deinen Himmel, damit Hass und Feindschaft enden. Zeige uns deinen Himmel, damit wir hinter uns lassen, was uns in Streit führt. Was uns hier auf der Erde voneinander trennt, das überwinde. Wir bitten dich, breite deinen Himmel aus und schaffe Neues. Du Auferstandener, du legst uns den Himmel in die Hände. Durch dich ist der Himmel nah. Lenke die Hände aller, die guten Willens sind, damit sie die Barmherzigkeit aus dem Himmel auf unsere Erde tragen. Lenke die Hände aller, die sich nach dir sehnen, damit sie das Leben ergreifen und den Frieden in die Welt tragen. Was uns hier auf der Erde quält, das heile. Wir bitten dich, breite deinen Himmel aus
und schaffe Neues. Du Auferstandener, du füllst uns das Herz mit Freude. Durch dich ist der Himmel nah. Bewahre deine Schöpfung, damit auch unsere Kinder Sommer und Winter, Schnee und Regen, Saat und Ernte erleben. Beschütze die Schwachen vor der Gewalt der Starken, damit sie sicher leben. Was uns hier auf der Erde Angst macht, das bezwinge. Wir bitten dich, breite deinen Himmel aus und schaffe Neues. Du Auferstandener, mit dir geht der Himmel über uns auf. Durch dich ist der Himmel nah, sammle unter deinem Himmel die Großen und die Kleinen, die Lachenden und die Weinenden, die Wartenden und die Angekommenen, sammle sie, damit sie deine Liebe und deinen Frieden erleben. Sammle sie und feier mit ihnen. Feier mit uns deinen Himmel auf unserer Erde. Wir bitten dich, breite deinen Himmel aus und schaffe Neues. Jetzt und alle Zeit. Amen. Lasst uns beten, wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist nun wieder an der Zeit, dass wir uns von euch verabschieden müssen. Auch am kommenden Sonntag sind wir wieder für euch da. Die Geborgenheit und der Schutz Gottes, der uns auf seinen Schultern trägt, sei mit euch. Seid gesegnet und bewahrt mit einem Bibelwort aus dem Psalm 118. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Amen.